Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Goblin Stone. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Goblin Stone. Boah, beim letzten Mal haben wir das Wunder der Natur erlebt. Unser erster Goblin wurde geboren. Wir haben Klassen freigeschaltet, also wir können unseren Goblins jetzt gezielt sagen, sie sollen Magier werden. Mit den anderen Klassen werden wir auch noch hinterherziehen. Aber das dauert natürlich noch einen Moment. Und ich glaube, ich habe übrigens jetzt mittlerweile die perfekte Lautstärke für dieses Spiel jetzt mal gefunden. Ich habe ja die letzten Folgen ein bisschen rumprobiert. Ihr merkt übrigens, dass ich mittlerweile auf der anderen Seite sitze. Das habe ich einfach nur gemacht, damit ich jetzt nichts mehr während der Kämpfe verdecke. Weil ich habe jetzt erst zu diesem Zeitpunkt mir die Videos mal angeschaut und abgehört und so weiter. Und ja, da wisst ihr dann jetzt Bescheid. Also, ich wollte halt nur nichts mehr verdecken, deswegen sitze ich auf der rechten Seite. Unser Questbuch sagt, Raiders Guild und Guards Guild wollen wir als nächstes machen. Und die Quarters. Dafür haben wir aber kein Geld. Deswegen War Room, Map. Und jetzt interessiert mich, kann ich ins vorherige Gebiet nochmal zurück? Ja, hier darf ich in jedes Gebiet nochmal zurück. Weil ich würde gerne nochmal nach Rissling Heath. Weil da haben wir ja letztes Mal einen Goblin nicht mitgenommen und wir sollten eigentlich bevorzugt jeden Goblin mitnehmen, der irgendwie eingesperrt ist, weil wir dadurch ja neue Trades freischalten. Und die sind ja unglaublich wichtig. Deswegen ziehen wir in die Schlacht. Ich hoffe einfach, dass die Gebiete relativ gleich immer aufgebaut sind. Dass wir da sagen können, hey, ich habe jetzt hier einen anderen Trupp. Gehe jetzt nochmal ins Gebiet zurück und hole jetzt den Goblin, den ich nicht mitgenommen habe. Oh, hi. Erstmal öffne ich das da. Battle Guru. Ach, ich kann hier eine Ability upgraden. Ja, dann bitte Armor Up upgraden. Intercepten auch, weil das dann eine Armor drauf gibt. Und dann das hier noch für den Schaman. Okay, den Typen nehme ich auf jeden Fall ab sofort immer mit. Der macht meine Abilities besser. Ich hoffe, das geht dann für mehr als nur einen. Ganz weit am Ende waren die, die ich suche. The Ray is buried. Oh, wir haben einen blockierten Weg. The Goblins are confronted by an unanticipated hindrance, a substantial large heap of debris obstructs their path. With no alternative route, they are left with the daunting challenge of finding the way through the jumbled mass. Einfach durchrennen, es wegblasen, Waffen nutzen. Wegblasen. Muss ich irgendwas machen? Einfach nur 10 muss ich erreichen, okay. Und es ist weg. A Goblin Raider cobbles together an explosive using knowledge privilege only to members of his guild. Gently he sets his creation at the base of the heap and steps back. In moments a powerful blast is unleashed, shattering the debris and clearing a path for the group. The Raider gleams with pride at the devastation. One by one, the goblins step through the newly created opening, unwirred by the raider's display of skill. Okay, es gibt also auch solche Events. Wenn ich das richtig sehe, so oder so haben wir jetzt eine Schlacht vor uns. Dann gehen wir doch hier oben lang, da haben wir wenigstens einen Shop vor uns.
So, meine Freunde. Den bashen wir weg. Oh, Spirit Wash. Wir wissen, wer es kriegt. Slicing Dagger auf den da. Den will ich bluten sehen. Oh, Wacky Wicky. Der war ja schon vor dem dritten Hit tot. Ich mache ich mal langsam. Stein! Go! Hab zwar keinen Schaden gemacht, aber er ist gestunt. Ich hoffe, das geht dann für alle, wenn das geboostet wird. Auf jeden Fall richtig stark. Jetzt haben wir wesentlich mehr Armor. So, und den intercepten wir dann auch direkt, ne? Armor ab! 11 Armor! Wacke, wacke! 1 HP! Das Dagger macht ihn fertig. Geblockt. Armor als Angriff nutzen, aber ich kann es leider nur auf den da hinten. Tschüss. Geht das Intercepten länger als einmal dann? Wenn ich das jetzt aufgebessert habe? Ist ja richtig gut. Well. Oh, das war guter Schaden. Und er ist tot. Da ist der nette Shop-Typ. Okay, ich lerne gerade was, ne? Also bisher sehe ich nicht, dass der Goblin da nochmal ist. Oh, hier ist er schon wieder, der mich aufbessert. Ja, bitte. Dann ist das wesentlich stärker. Mehr Schaden als Armor. Und den hier natürlich verbessern. Hier verbessern klingt immer gut. Ich sehe jetzt nicht, dass hier ein weiterer Goblin irgendwo gammelt. Okay, es macht keinen großen Sinn, nochmal an bereits besuchte Orte zu gehen. Es ist ein Deadwind-Ding. Sind das Slimas? Das sind Slimas. Intercepten.
Ja, mach ich direkt, dass er ihn hier auf sich drauf hat. Die machen Gift. Gut, dass ich da ein Messer drauf geworfen habe. Oh, den habe ich tot gekrittet. Schon mal sehr gut. Das trifft ja zum Glück drei. Und sieht auch noch extrem aus. Au. Aua. Aber ab. Encrust? Encrust. Life is and Immobility. Ach, der nimmt 50% weniger Schaden. Nochmal auf drei gleichzeitig. Dieser Blitz ist schon stark. Dich messer, dann solltest du gleich sterben. Und aber alle drei. Einer steht noch. Zwei stehen noch. Stein! Die Slimer sind gemein. Aber wir können es merken, ne? Nur weil da einmal ein Goblin war, heißt es nicht hingehen und nochmal einen Goblin holen. Offenbar echt Glück. Ich hoffe einfach, dass das für ewig ist und nicht nur für das eine Gebiet. Das Dagger würde ich auf jeden Fall nehmen. Vor allen Dingen, guck mal, wenn ich das verbessere, Chance nochmal ein Messer zu werfen. Heilung? Den Blitz fand ich gut, den habe ich direkt nochmal verbessert. Hier oben rum. Ich komme so oder so an einem Camp vorbei, so nehme ich wenigstens hier oben das noch mit. Loot. Wir werden zu Loot Goblins. Ich habe übrigens gelernt, gerade eben, wenn ich Leertaste drücke, dann brauche ich gar nicht da oben drauf drücken. Kann ich auch so einfach alles mitnehmen. Für den Fall. Wir haben gecampt. Das ist das Wichtigste. Jetzt sind die kleinen Goblins wieder munter. Das Böse erwartet uns. Gibt es irgendeine Schleichtaste? Weil es gab ja hier einmal diesen Moment, wo wir gesneakt sind. Dash McQuick. Oh. Dich intercepte ich auf jeden Fall. In dein Gesicht. So, mal den Magier schnell gemacht. Zack.
auf ihm eine Heilung draufgepackt. Finde ich jetzt nicht so geil, dass hier ein Messer wirft. Kann ich auch ein zweites auf ihn draufpacken? Ja, kann ich. Bash. Der Trupp, der da vor mir steht, ist nicht gerade freundlich gesinnt. Nein. Zeit auf die Kacke zu hauen. Nein, Mask Spider! Soul Gate auf euch drei! Unsere gefallenen Freunde! Stein! Friss! Du hast zwei und zwei Freunde fast auf dem Gewissen. Also eins hast du safe auf dem Gewissen. Exterminate! Für unseren gefallenen Freund! Oh, Gems. Die haben sich für eine gute Sache geopfert. Ich hatte sogar vorher noch meinen Kameraden ja geheilt. Aber wir haben was gelernt, Leute. Es hat nicht unbedingt Sinn und Zweck, nochmal ins selbe Gebiet zurückzugehen. Nein, nicht Smoponka. Oh, wir haben einen neuen Verteidiger hier schon. Ihr habt leider keine Fähigkeiten, ne? Du hast Alert. Du kannst nach Hause, du hast eine Fähigkeit, du kannst bleiben. Oh, die Gems. Die sind gut was wert. Ich verkaufe mal den alten. Nee, nicht den alten Stuhl, das Teil. Den Stick, den verkaufen wir mal. Ich versuche so wenig Platz wie möglich zu verbrauchen. Okay, wir können nur die Quarters momentan bauen. Sie sind am Arbeiten. Das dauert einen Tag. Ist natürlich schade, dass wir wieder jemanden verloren haben. Aber da können wir nichts gegen machen. Zoghändler ist schon bereit. Baracken. Wir haben schon ein paar Veteranen hier. Wollen wir noch mal ein paar? Ich suche mal zwei raus, die Fähigkeiten haben. Claymopper ist das Weibchen. So, und Milksetter ist das Männchen. Und... habt Spaß. Wieder zwei neue Goblins. Er hat Alert. Blakehaller. Er hat sogar zwei Fähigkeiten. Aber der hat kaum Leben. Warum haben die denn so wenig Leben? Immer alle.
Na gut, können ja schon mal den anderen Stuhl auch noch ausgeben, beziehungsweise verkaufen. Dann können wir ja noch einen Raum bauen. Schon mal als Vorbereitung. Damit wir die nächsten Sachen uns bauen können. Wir bauen ja immer noch hier Guards Guide und Raiders Guides. Bevorzugt die Guards Guide, weil ich zwei Verteidiger schon recht stark finde. Na gut. Haben ja ein bisschen was erreicht heute. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt für heute schon wieder Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann.